Tamara übt fleißig für die neue Tanzmatte von Wien. Sie will heute ihre Freundin Lisa auf der Game City schlagen. Sie nimmt die Sache schon ziemlich ernst, aber ich glaube, ich werd sie schlagen heute. Na schauen wir mal. Geöffnet hat die Game City ein ganzes Wochenende lang. Bei so einem Ansturm ergrünen selbst die Figuren im Rathaus. Game City hat sich schon sehr gut etabliert. Nicht nur in Wien, sondern auch schon in den Bundesländern kommen sehr viele Leute nach Wien extra wegen der Game City, weil einfach Computerspiele ein Thema sind. Here we go. Lisa und Tamara tanzen bereits um die Wette. Aber Computer spielen doch nur Burschen. Ich würde sagen, es wird immer mehr Frauen. Also gerade auch wahrscheinlich durch die Wii werden auch immer mehr Mädels angesprochen, was natürlich schön ist. Die Wii hat das Spielen somit salonfähig gemacht. Gemeinsam bewegen macht eben Spaß. Die Bewegung steht ja im Vordergrund bei der Wii-Konsole und es ist also, wenn man sich bewegt, dann bindet es einfach mehr. Und somit Spiele mit Bewegung wie Fit, Mario Kart, Wii, wo man mitlenken muss, all die ganzen Spiele halt, die sind einfach sehr gut und passen für die ganze Familie. Ebenfalls für die ganze Familie ist das neue Spiel von Ubisoft. Dem Trend entsprechend, Just Dance It. Absolut, der Trend geht definitiv immer noch in diese Richtung. Musik, Aktivität, Party, Familienspiele, also Sachen, die man gemeinsam macht. Wir zeigen heute Just Dance, wo man einfach zu viert nebeneinander tanzen kann. Das ist sehr lustig. Auch die anderen Publisher zeigen Sachen wie The Beatles Rock Band, wo man zu viert oder man kann zu dritt singen, Instrumente dazuschalten, zwei Gitarren. Zeigt einfach immer mehr Aktivität in der Gruppe und ganz tolle Sachen, die man mit seinen Freunden und Familie spielen kann. Gemeinsam statt einsam. Wer hat nun eigentlich gewonnen? Ich natürlich. Ja, sie hat gewonnen. Ich habe mir ein bisschen zu viel vorgenommen. Trotzdem, Spaß hat es gemacht. Auf der Game City mit dabei natürlich auch EA. Die absoluten Schlager dieses Jahr sind Need for Speed Shift, die sind 3 und eSports Active für die Wii. Und die Xbox steuert noch eines drauf. Was wir in naher Zukunft einführen würden, ist ein Projekt, das derzeit Project Natal heißt. Project Natal ist ein Sensor, den ich unter den Fernseher stelle, der ein kompletter 3D-Raumerkennungssensor ist. Das heißt, ich brauche in Zukunft keinen Controller mehr, mit dem ich die Spiele steuere, sondern ich kann mit meinem kompletten Körper in 3D im Raum das Spiel steuern. Wow, dann freuen wir uns auf die Game City 2010.